Hi Leute, ich bin's Ilona und von mir gibt es heute ein Ilona zeig mal. Das heißt, ich habe auf Instagram so ein Umfragen-Dings gemacht und ihr konntet reinschreiben, was ich euch heute zeigen soll. Das sind wirklich von A bis Z die verschiedensten Dinge. Ich habe bei manchen Sachen so, okay, warum wollt ihr das sehen? Aber euer Wunsch ist mir Befehl. Sagt man das so? Los geht's. Ilona, zeig mal dein Lieblingsbild von dir. Mein aktuelles Lieblingsbild ist eigentlich so das aktuellste, also das neueste, was ich gemacht habe. Ich blende es euch hier ein. Da ich tatsächlich so eigentlich genau die Frisur und auch sogar dieselben Ohrringe. Ilona, zeig mal deinen Lieblingslippenstift. Es ist wirklich nicht einfach zu sagen, hier Leute, das ist mein Lieblingslippenstift, weil ich mixe mir immer meine eigenen Farben zusammen. Gerade zum Beispiel die Kombi, die ich trage. Außenrum habe ich einen Augenbrauenstift. Erstmal hier für die heftigsten Konturen oben und unten benutze ich einen Augenbrauenstift. Dann benutze ich von NYX New Truffle. Das ist ein Lip Liner. Den benutze ich dann, um das Ganze so ein bisschen auszuwischen. Und den benutze ich auch schon so ein bisschen an den Seiten. Und als wäre das noch nicht genug, mixe ich dann noch die verschiedensten Lip Creams auf meinen Lippen. Hier habe ich noch die von NYX. Das ist einmal NYX Lingerie in der Farbe Cashmere Silk. Den benutze ich auch so ein bisschen eher außen. Dann in der Mitte der Lippe habe ich dann von Maybelline hier den Superstay Matte Lipstick in der Farbe 10 Dreamer. Das ist schon eher ein helles Rosa. Und dann, also der kommt dann eher in die Mitte. Und dann habe ich noch die NYX Matte Lip Cream, Soft Matte Lip Cream in der Farbe London. Und das benutze ich dann, um das Ganze so ein bisschen zusammenzubringen. Und um das Ganze nochmal zu finishen, benutze ich dann noch einen leichten Gloss in der Mitte. Das ist von Trend It Up von DM, der High Shine Lip Gloss. Der ist eigentlich durchsichtig. Der hat schon ein bisschen Farbe bekommen, weil ich den immer auf Lip Linern oder Flip Creams verwende. Ja, wenn ich mir jetzt ein Produkt raussuchen müsste, ne, und ich müsste sagen, das ist mein Fave, dann würde ich mich wahrscheinlich echt für den Lip Liner New Truffle entscheiden, weil der halt auch alleine schon mega schön aussieht. Aber ich mache so wilde Kombis. Ich habe 1000 Lip Liner mittlerweile. Jetzt, seit ich mir meine Lippen habe aufspritzen lassen, versuche ich einfach so viel aus, weil mir es auch einfach so viel Spaß jetzt macht. Und so ist es jedes Mal. Ich packe irgendwas, ich mische, bis mir die Farbe gefällt und ja. Ilona, zeig mal, wie du deine Haare hier gemacht hast. Ich hatte da im Hintergrundbild diese Frisur und ich werde euch die jetzt mal offen zeigen. Ich mache mir einfach mit dem Glätteisen hinten eher so ein paar ganz leichte Wellen rein. Vorne sollte man die wirklich stärker machen, damit der Look auch wirkt. Da nehme ich mir hier so eine große Haarspange. Die habe ich mir bei Rossmann gekauft und dann nehme ich ungefähr ab hier, nehme ich dann die Haare zurück. Ganz easy. Mach einfach so einen kleinen Pferdeschwanz unten. Dann drehe ich das Ganze einmal rum. Hab das hier oben. Mach die Spange hinten fest. Und zack. Dann kann man sich hier vorne noch so viel rausziehen, wie man es haben möchte. Ich mag das hier dann noch ein paar mehr drehen, so auch vor dem Ohr zu haben. Und das war's auch schon. Mega easy. Ich zeige euch das Ganze mal von hinten. Ilona, zeig mal deinen Alkoholvorrat. Ja, mein Alkoholvorrat haben wir hier. Was habe ich hier an Vorrat? Einmal mein Lieblingsalkohol, Lillet. Ich liebe es. Dazu den passenden Tonic. Das ist der Russian Wildberry, den trinkt man immer dazu. Dann habe ich hier noch ein Drittel Flasche Weißwein. Ja, den feiere ich auch wohl. Hier von Salitos Eis, auch ein leckeres Getränk. Ja, da haben wir noch ein paar Flaschen Wodka, die ich nicht so oft anfasse, muss ich ehrlich sagen. Ich habe echt dieses Jahr so wenig Alkohol getrunken wie seit Jahren nicht mehr. Und dementsprechend reagiert mein Körper jetzt auch so anders auf Alkohol, dass ich jetzt wirklich auch was Leckeres trinken kann. Ich trinke ein Glas Wein und ich spüre schon was. Ja, so ist das aktuell. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so krass ist. Aber ja, mein Körper verträgt nicht mehr so viel, was eigentlich gut ist.
Weil das heißt, man muss nicht mehr so viel trinken, damit man dann den Effekt hat, den man gerne möchte. Ilona, zeig mal deine Ohrringe. Ja, ein paar trage ich ja gerade schon. Die mag ich total gerne. Die habe ich mir vor 2-3 Tagen erst bei Rossmann gekauft. Also diese hier, sowie auch die kleinen, die ich in meinem zweiten Ohrloch habe. Der Rest meiner Ohrringe, wie ihr seht, ist hier total unordentlich. Ich habe hier meine ganzen Ringe, ich habe hier Ketten, ich habe hier Ohrringe mit drin. Welche ich noch total mag, sind die hier. Die habe ich auch von Primark, da habe ich hier noch ein paar dran. Solche mag ich momentan total gerne, die noch so eine leichte Pastellfarbe haben. Denn wie ihr seht, habe ich viele solche Packs von Rossmann, wegen meinem zweiten Ohrloch. Ja, ich trage gerne so kleine Kreolen, ob das jetzt die sind oder die hier. Dann habe ich hier, wie ihr seht, noch Ketten mit drin. Also echt, so viel Schmuck habe ich nicht. Wie ihr seht, alles relativ ähnlich und ist auch eigentlich alles Modeschmuck. Ich bin kein Fan von teurem Schmuck, einfach weil ich die Abwechslung mag. Ich mag gerne jeden Tag was anderes tragen und deswegen lege ich da eher ja, auf Modeschmuck. Ilona, zeig mal deine Schandflecke bei dir zu Hause. Aber jetzt mal abgesehen von dem Katzenklo haben wir hier die Tür zu meinem Mini-Mini-Abstellraum. So sieht das aktuell aus. Was haben wir hier? Katzenstreu. Wir haben meinen Koffer. Wir haben, wie nennt man das? Die Katzenbox, Katzentasche, Transportbox für meine Katze. Mein Staubsauger. Wir haben hier Katzenfutter, Vorräte, ob das jetzt hier Seife ist oder ganz viele Reiniger. Habe ich auch Produkte für meine Haare. Hier oben Waschmittel, Glühbirnen, die ich gerade nicht brauche, Taschentücher, Schwämme, Küchenpapier, Toilettenpapier. Dann habe ich hier immer Tüten mit Papiermüll, meinen Wischmopp. So sieht das aus. Deswegen bin ich sehr froh, dass es diesen Raum gibt. Ich mache die Tür zu und zack, sieht es wieder ordentlich aus. Ilona, zeig mal deine Parfüms. So, hier sehen wir meine liebsten Parfüms. Momentan trage ich sehr, sehr gerne Longtail D von Givenchy. Das ist eher so ein Abendduft, wirklich auch ein stärkerer und ich finde schon so ein reifer Duft. Ne, man fühlt sich damit wie eine Frau, wie so eine whole-ass woman. Dann hier eher so ein Duft für den Alltag, der, ich sag euch, der, das ist auch so ein Duft, jeder mag den. Also ich würde sagen, das ist so ein Duft für jedermann, C von Giorgio Armani, im Rosa aber. Das gibt's auch, also das ist eine Abwandlung, im Original ist das eher so ein Orangeton. Ich habe hier dann nämlich von Larif Inn, das ist sozusagen von Rossmann, die Marke, die dann immer teurere Parfums günstiger macht. Und ich glaube, das ist für das Originale C, die Nachmache. Dann habe ich nämlich noch eins von Larif. Das ist Larif Queen of Life. Das riecht nach Miss Dior Cherie. Kann ich euch sehr empfehlen. Hält natürlich nicht so gut wie ein teureres Parfum, aber für ein paar Stündchen auf jeden Fall. Ein Duft, der leider aktuell leer ist, den ich euch aber immer empfehlen kann, ist Victor & Rolf Flower Bomb. Wenn ich so ein Ranking machen müsste, wäre Platz 1 wahrscheinlich C, das Rosane. Platz 2 wäre dann Flower Bomb. Und dann kommt alles eigentlich nur noch darunter. Wie ihr seht, ich bin kein Mensch, der so viele Parfums sammelt, sondern ich kaufe mir dann vielleicht 2-mal im Jahr ein teures Parfum, benutze das dann auf und hole mir dann erst wieder Nachschub. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mir immer und immer wieder neue Parfums kaufe, weil ich mir halt auch einfach denke, irgendwann werden die halt auch schlecht. Deswegen meine Empfehlung an euch, seid nicht so ein Horter, wenn es um Parfums geht, sondern ja, findet wirklich einen Duft, der euch gefällt. Ich mag das nämlich auch persönlich, wenn Leute immer so einen Signature-Duft haben. Und immer, wenn man die Person riecht, verbindet die, also man verbindet die Person dann mit diesem einen Duft. Das mag ich persönlich total gerne. Ilona, zeig mal all deine Stiefel und woher du sie hast. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe tatsächlich noch ein paar mit so einem Absatz. Der liegt aber bei meinen Eltern zu Hause, weil ich sie einfach nicht trage, sondern wenn ich Overknees trage, dann sind es tatsächlich die hier. Die haben nämlich so ein bisschen Plateau, einen dickeren und flacheren Absatz. Die habe ich bei ASOS gekauft vor circa 2 Jahren. Deswegen wird es die wahrscheinlich nicht mehr geben. Das sind auf jeden Fall klassische Overknees, die, wie ich finde, auch nicht so krass rutschen. Bin ich aktuell aber nicht so ein Fan von, sondern ich habe mir neue Stiefel geholt von Shein.
Warum mag ich die lieber? Die sind wesentlich weiter oben. Die stehen eben so ein bisschen vom Bein noch ab. Und die haben hier so viel mehr so Ansammlungsstoff. Das ist gerade so mehr der Style von Stiefel, den ich momentan feiere. Die haben auch genauso, wie ihr seht, ich stehe nicht auf unbequeme Schuhe. Ich setze immer eher so auf einen dickeren Absatz. Und die sind auch ein bisschen flacher, die haben aber kein Plateau. Die sind aber trotzdem sehr bequem. Ja, und die enden halt eben unter dem Knie. Und das mag ich total gerne gerade. Ilona, zeig mal den Inhalt von deiner Handtasche. Also, aktuell verwende ich diese Tasche hier. Die habe ich bei ASOS bestellt. Die ist von River Island. Die war leider so schnell ausverkauft. Ich habe sie euch verlinkt. Da war sie direkt wieder ausverkauft. Da habe ich sie euch wieder verlinkt. Da war sie direkt wieder ausverkauft. Vordere Tasche haben wir meine AirPods. Ich habe noch die ganz normalen AirPods. Ich habe mir jetzt noch nicht die Pros geholt. Ein paar Tampons natürlich immer am Start. Dann, ganz wichtig, eine Flasche Desinfektionsmittel. Ne? Ihr wisst Bescheid. Eine Maske. Ich benutze aktuell diese Baumwollmasken hier. Die habe ich bei Amazon bestellt. Sobald ich in einer Maske Make-up getragen habe, wechsle ich sie sofort aus. Wenn ich aber ohne Make-up die Masken benutze, dann trage ich sie auch locker mal 2-3 Mal. Weil ich sie nie für so viele Stunden am Stück trage. Und dann natürlich mein Portemonnaie. Das habe ich bei TK Maxx gefunden. Das ist von Bessie. Ich habe diesmal auf so ein kleineres Portemonnaie gesetzt, weil ich momentan viele kleine Taschen habe. Ja, hier hat man Platz für Scheine. Und hier dann Platz für Münzen. Ist mir auch ganz wichtig, dass man auch noch Platz hat für die Münzen. Ich finde viele Portemonnaies mittlerweile sind nur diese Kartenetuis. Und ich frage mich, was machen denn die Leute mit ihrem ganzen Kleingeld? Also immer mit Karte zahlen, finde ich, kommt man jetzt nicht unbedingt in Deutschland hin. Vielleicht ist es in größeren Städten nochmal anders, aber ich brauche schon ab und zu mal Kleingeld. Allein wenn man einkaufen geht, braucht man mal einen Euro. Wenn man so einen Mini-Betrag bezahlt von 3 Euro, dann will ich auch nicht sagen, mit Karte bitte. Wisst ihr, das ist der Inhalt von meiner Tasche. Wenn ich dann irgendwo vielleicht in die City fahre, macht man ja aktuell nicht, aber wenn ich das im Sommer getan habe, dann ist da natürlich meistens noch Puder drin. Vielleicht nochmal der Lippenstift, den ich danach tragen kann. Und das war's dann auch schon. Vielleicht noch Taschentücher, wenn ich Platz in der Tasche habe. Meistens habe ich so kleine Taschen, dass ich gar nicht alles reinpacken kann, was ich gerne mitnehmen würde. Und da muss man sich halt entscheiden, was ist wichtiger. Ilona, zeig mal, welches Make-up du trägst und was du empfehlen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf das bezogen war. Ich habe es jetzt auf Foundation bezogen, weil ich euch da diese Unnormal ans Herz legen kann. Das ist die Estee Lauder Double Wear Foundation. Ich benutze die immer in der Farbe Buff. Die passt einfach gut zu meinem Hautton, wie ihr sehen könnt. Egal ob im Sommer oder Winter, die hat schon jetzt so einen leichten zu dunklen Ton. Aber wenn man dann mit Puder und Bronzer arbeitet, dann kann ich das immer ganz gut an meinen Rest meines Körpers anpassen. Und ich verwende halt auch oft Selbstbräuner. Die Foundation hat erstmal, was ich mega feiere, einen SPF von 10. Ich benutze immer tagsüber noch einen Sonnenschutz, 50. Aber nochmal extra Sonnenschutz in der Foundation zu haben, feiere ich Todes. Und die ist extrem gut für fettige Haut. Ich hatte das ständig, dass sich durch meine Foundation so ein Fettfilm gebildet hat. Und bei der merkt man, die ist wirklich geeignet, auch für öligere Haut. Die hält unnormal. Die ist natürlich im Vergleich zu Drogerie-Foundations auch wesentlich teurer. Aber ich sage mir, gerade weil ich halt auch eine Aknehaut habe, da, bei Foundation sollte man nicht sparen. Und ich kann euch die heftig empfehlen. Also ich habe die, glaube ich, vor einem Jahr habe ich mir die das erste Mal bestellt. Seitdem habe ich keine andere mehr verwendet. Dann kann ich euch aber noch einen Concealer zeigen, den ich mega feiere. Und zwar benutze ich momentan immer den Maybelline Löscher. Boah, Leute, der ist heftig. Ich verwende unter den Augen eine hellere Farbe, auch so auf der Nase und so benutze ich einen helleren, um ja, die Stellen halt aufzuhellen. Gleichzeitig deckt er aber unnormal gut ab. Also ich finde schon mit der Foundation habe ich eine total gute Deckkraft. Aber dann nochmal mit dem drüber zu arbeiten. Meine Haut sieht so gut aus. Und was ich am meisten an dieser Kombi mag, ist, dass mein Gesicht sich nie so zugespachtelt anfühlt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich immer so nassen Schwamm verwende. Das hilft, finde ich, auch immer voll, dass man sich nicht so zugespachtelt fühlt. Aber damit habe ich so ein richtig leichtes Gefühl. Kann den ganzen Tag Make-up tragen. Und ich habe nicht so ein schweres Gefühl auf dem Gesicht. Und das ist mir persönlich mega wichtig. Ilona, zeig mal deine Zahnbürste.
Das ist meine Zahnbürste. Ich habe immer eine elektrische, die ist jetzt von Oral-B, genau mit diesem Aufsatz. Genau so sieht die aus. Ich kann euch gerne noch die Zahnpasta zeigen, die ich immer verwende. Odolme 3 Samtweiß. Das ist wirklich, finde ich, die Zahnpasta, die am meisten so ein frisches Gefühl gibt. Und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Bei einer Zahnpasta, dass die jetzt so weiße Zähne macht, würde ich nicht sagen. Aber der frische Effekt ist da. Deswegen kann ich euch die voll weiterempfehlen. Ilona, zeig mal deine Hausschuhe. So, hier haben wir meine Hausschuhe. Die stehen hier immer neben meinem Bett. Die habe ich erst vor ein, zwei Wochen bei Primark geholt. Super süß, rosa, flauschig. Und vor allem mag ich halt eben, dass die offen sind. Vorne, ich finde, man kann oft mal so in so Hausschuhen so Schweißfüße bekommen. Ja, und die mag ich wirklich total gerne. Ilona, zeig mal deine Besteckschublade. Meine Besteckschublade habe ich hier. So sieht das aus. Ich habe hier dieses Element von IKEA. Und ich habe mir tatsächlich heute erst neues Besteck gekauft bei Aldi. Ich habe nämlich goldenes Besteck gefunden. Ja, wie schon gesagt, das habe ich bei Aldi gefunden. Das war sogar reduziert. Das Besteck, was ich vorher gekauft hatte, ist das hier. Das hatte ich bei IKEA gefunden. Genau, ein paar Sachen sind auch gerade in der Spüle. So sieht es aus. Natürlich habe ich hier noch Stäbchen, die über sind. Ich habe hier meine Glasstrohhalme, Messer, ja, so Pfannenwender, Schneebesen. Ganz simpel. Ilona, zeig mal deinen Lieblings-Healthy-Snack. Meine Lieblings-Healthy-Snacks haben wir hier. Was auf jeden Fall immer ein guter Snack ist, sind Reiswaffeln. Ich habe hier leider nur noch eine. Das sind einfache Vollmilch-Reiswaffeln. Die snack ich total gerne. Diese Riegel hier von Protein Delight. Salty Peanut Caramel Flavor. Uff, Leute, die müsst ihr probieren. Ich habe die bei Real gefunden. Bei Rossmann gibt es die. Ja, das sind halt eben Proteinriegel. Super lecker. Eiweißbrot geht auch immer. Könnt ihr draufpacken, worauf ihr Bock habt. Wenn es jetzt darum geht, dass es healthy sein soll, dann würde ich euch Erdnussmus mit ein bisschen Marmelade empfehlen. Oder ich weiß nicht, was auch immer ihr gerne auf Brot esst. Ilona, zeig mal deine liebste Jogginghose. Ja, ich muss sagen, meine liebste Jogginghose ist die, die ich gerade trage. Ihr seht, die ist riesig. Ich kann so viel essen und diese Hose wird trotzdem nicht zu eng sein. Man kann die halt eben hier oben auch festmachen, wenn man das halt möchte. Aber ich trage sie meistens lieber ganz bequem, offen. Ihr seht, die ist sehr, sehr baggy. Ich habe die von H&M. Die ist in so einem ganz schlichten Grauton. Richtig baggy, perfekt für zu Hause. So ein Outfit, uff, was gibt es Bequemeres, oder? Ilona, zeig mal dein teuerstes Kleidungsstück. Mein teuerstes Kleidungsstück ist tatsächlich meine Winterjacke. Ich habe mir hier für diesen Winter die Winterjacke gekauft von Orsay. Die hat hier eben so ein Fake-Fell, ist natürlich kein Echtpelz. Dann haben wir an der Taille noch einen Gürtel, was ich sehr gerne mag, dass ich die auch nochmal taillieren kann. Die ist aber eben durch die Jacke herabgepufft. Und die ist sehr lang. Deswegen ist es halt wirklich die perfekte Winterjacke. Daneben hängt noch meine dünnere Winterjacke. Ihr seht, ist die sehr kurz im Vergleich. Auch so eine Pufferjacke. Die habe ich von Shein. Die mag ich auch total gerne. Die hält halt eben aber nicht mal halb so warm, wie es diese hier von Orsay tut. Wie viel hat die gekostet? Ich glaube, da liegen wir ungefähr bei 130 Euro. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn wir, ja, ungefähr im selben Preissegment liegen auch meine neuen Jordans. Das sind die Nike Air Jordans. Wie ihr seht hier mit diesen Blauakzenten. Ich mag die total gerne. Die lagen circa bei 125. Und ich muss auch sagen, das sind wirklich zwei Artikel, wo ich auch sage, da finde ich den Preis okay. Ne? Bei Schuhen investiere ich gerne mal mehr. Genauso wie bei einer Winterjacke. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch jahrelang tragen, weil ich finde, das ist eine ziemlich zeitlose Jacke. Ne, vom Stil her. Ilona, zeig mal Kataleas Lieblingsplatz. Erzähl doch mal, Maus, was ist denn dein Lieblingsplatz? Ich würde sagen, diese Stelle am ganzen Kratzbaum ist auf jeden Fall die Stelle, einer ihrer Lieblingsplätze. Gerade nachts schläft sie jetzt sehr, sehr gerne. Sie schläft aber auch sehr gerne bei mir hier an der Bettkante. Und wenn wir dann jetzt Richtung Wohnzimmer schauen, mag sie auf jeden Fall hier
diese Fläche sehr gerne, weil ich eben hier ganz oft liege. Dann legt sie sich immer hier in die Ecke. Oder wir haben hier ihren Kratzbaum. Und in dem Kratzbaum ist auf jeden Fall das hier, ihr Lieblingsplatz. Ilona, zeig mal deine Lieblingsstelle in der Wohnung. Ja, meine Lieblingsecke in der Wohnung ist auf jeden Fall natürlich meine Sofaecke. Gerade wenn ich dann hier liege, dann den Blick hier auf meinen Fernseher habe, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplätze. Aber wie soll es anders sein? Natürlich ist auch mein Bett einer meiner Lieblingsplätze. Ne? Nach einem langen Tag, wenn man sich endlich ins Bett legt. Was ein Gefühl. Also natürlich auch mein Bett. Und das war's dann an dieser Stelle mit dem Ilona Zeigmal. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr einen zweiten Teil möchtet, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich euch im nächsten Teil zeigen soll. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Bei einigen Sachen war ich so okay. Bei anderen war ich so okay, I guess. Deswegen hoffe ich, dass das Video euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!